Hallo, grüß Gott. Ich bin Roland Pickel von IT Press. Ich habe jetzt schon einige Filme ins Internet gestellt. Und hinter mir, die Richtung, da sieht man den Kirchturm von Benedikt sein, also von Kommunionskirche vom Papst von Benedikt. Und hinten ist normalerweise das Gebirge, aber das ist halt nur die Alpen. Das ist dann nur, wenn es halt Föhn gibt. Na gut, heute ist eh Föhn. Ich mache mal einen kurzen Blick. Da sieht man das Gebirge. Die Gebirgsfront entlang. Die Chiemgauer Alpen. So, jetzt geht's zurück zum Thema. Und zwar sieht man hier noch die Reste einer Dieselspur, die ja da nicht so dahinter geht. Und hier leider auch hochgeht. Das ist übrigens unser Haus hier, unsere Benedikt-Villa. Und da ist hier das Auto, um das es hier geht. Ja. Jetzt erzähle ich euch mal, was hier Sache ist. Und folgendes: Es geht darum, dass dieses Teil hier oben zur Dieselversorgung des Mercedes CDI 220 CDI gehört. Und zwar ist das ein Baujahr 2000, so wie 200, dann ist der Typ. Und der hat hier oben diesen Flansch mit dem O-Ring hier zur Abdichtung. Und dabei links, man sieht das hier links und rechts eine Klemme, ein Haken, der das praktisch um die Verhalterung, wo das dann nachher später drin sitzt, reinhängt. Und dazu ist hier oben noch eine Feder, die auf der einen Seite eh schon abgerissen ist. Funktioniert tut das Ganze, indem man hier das Ding reinschiebt, dann spreizt diese Verankerung hier. Und wenn man es wieder zurückschiebt, kommt die Verankerung zurück und es hält. Jetzt sieht man schon hier, dass das Ding brüchig ist und fast abbricht. Der Seite. Auf der Seite hält es noch ein bisschen besser. So, da sieht man schon, wie extrem unzuverlässig das Teil hier ist. Wenn ich das hier einbauen würde, also Wahnsinn einfach, was da passieren kann. Man sieht schon hier diese Größe von hier bis hier, wie groß eigentlich, das ist ja schon fast so groß wie mein kleiner Finger von der Länge. So, und jetzt geht es um das Folgende. Man schaut das jetzt hier mal im Auto an. Das ist jetzt der Motor. Also warte, bis ich das Licht anfasst. Und um genau diesen, wo jetzt mein Finger hinzeigt, Verschluss geht es. Jetzt sieht man, es ist hier oben und es steckt hier drin. Und hier auch wieder diese Arretierung hier. Und diese Arretierung ist beim letzten Mal kurz nach dem Losfahren abgesprungen. So, jetzt kommt der Diesel nach dem Filtern. Hier sind die zum Tank hinter und wird hier angesaugt, geht zur Pumpe und hier raus. Jetzt kann man sich vorstellen, was passiert ist. Das Ganze hier ist rausgespritzt, hier in den Motorbereich und runter und hat natürlich dann dementsprechend das ganze Auto und die Straße und alles versaut. So. Jetzt habe ich das hier mit diesem Draht einer absoluten Lötlösung zusätzlich gesichert, so dass es jetzt nicht mehr nach hinten weg kann. So, nun,
kommt der abschließende Statement. Wie kann es sein, dass bei einer Umweltsache, weil dann spritzt ja das Diesel in den Beton, Asphalt, ist noch nicht so schlimm, weil es zieht ein und so, weil es ist ja ähnliches mit ähnlichem mischt sich, aber das Wasser wäscht es dann auch wieder weg. Wie kann es sein, dass so ein Wackelteil hier bei einem Qualitätsprodukt eingebaut und verbaut wird? Sicher, ich bin kein Maschinenbauingenieur, aber Elektrotechnikingenieur, habe als Student einige Präparaturen selber machen müssen und begleitet auch vom Meister und Mechaniker, Gesellen, damit eben das alles Hand und Fuß hat. Gerade im Bremsbereich ist hier die Überwachung durch einen Kraftfahrzeugmeister mit entsprechender Ausbildung wichtig. Aber auch hier in diesem Bereich ist es unverantwortlich, so eine Sache hier zu haben. Ich wollte nichts anderes wie den Ölfilter oben wechseln, was auch jeder Student oder viele Studenten machen, wenn sie technische Berufe haben. Bin anscheinend hier an diesen Kontakt gekommen, den ich gezeigt habe. Damit hat sich dann diese Halterung außen, diese Klammer von oben, die praktisch die Klammer, die ist rausgesprungen und dann springt, ist das ganze Diesel auf die Straße gekommen. Also ich habe gedacht, ich sterbe, weil ich es im Rückspiegel gesehen habe. Motor hat eine Fehlermeldung gemacht, gut. Wenigstens ist es nicht so weit, dass dann mal der ganze Tank rauspustet. Aber diese Gefahrenquelle besteht. Und man weiß auch vom Plastik, dass bestimmte Alterungsbestätigkeiten da sind. Das heißt, nach 6 Jahren, wie alt das Auto halt eben ist, sind da poröse Bauteile drin. Gerade die Halterung, die außen im Freien sind, durch die Motorwärme und durch die ganzen Umfeldseinflüsse im Winter, wird noch mehr belastet, so dass ich das sehr kritisch sehe, hier solche Plastikteile da in den umweltgefährlichen Bereich einzubauen. Also, IT-Press, Roland Pickel.